Wo ist die Kohle? Bekannt ist er vor allem für seine Arbeit am Theater. Doch im Film Die Kleinen und die Bösen kann man Schauspieler Peter Kurth derzeit auch im Kino sehen. Zusammen mit Regisseur Markus Sehr stellte er die Gaunerkomödie am Sonntag im Kino am Raschplatz in Hannover vor. Und darum geht's. Der kleinkriminelle Hotte bekommt nach dem Tod der Oma das Sorgerecht für seine beiden Kinder zugesprochen. Praktisch, denn das Kindergeld kann er gerade gut gebrauchen. Seinem Bewährungshelfer Benno passt das natürlich überhaupt nicht, denn er hält ihn als Vater für völlig ungeeignet. Während sich Hotte nach und nach bemüht, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, will Benno genau das verhindern. Und Hotte selbst spielt ihm dabei sogar noch in die Karten. Denn er lässt sich auf einen Raubüberfall ein, um an 100.000 Euro zu kommen. Sag, dass ich geil bin! Sag, dass ich geil bin! Sie sind geil. Ah ja, genau. Kannst du ganz kurz deine Figur Hotte beschreiben und sagen, was er für ein Typ ist? Das fällt mir als Spieler eigentlich immer richtig schwer. Die Leute sollen ins Kino kommen und sollen meine Arbeit sehen. Wenn ich sie hinterher beschreiben soll, das wird schwierig. Das wird wirklich schwierig. Und was würdest du sagen, ist so der interessanteste Aspekt zwischen Hotte und seinem Bewährungshelfer Benno? Was der interessanteste Aspekt ist, das ist die Unterschiedlichkeit der beiden und dass der Bewährungshelfer dann auch eine kriminelle Energie bekommt und dass der Hotte sozusagen anfängt, etwas zu tun, was er vorher noch nicht getan hat. Er versucht auf seine Art und Weise eine Verantwortung zu übernehmen. Was würdest du sagen, war für dich so die größte Herausforderung während der Dreharbeiten? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Was, als Schauspieler, man kriegt ein Drehbuch, man interessiert sich für eine Rolle oder nicht. Größte Herausforderung ist zu sagen, ja, okay, ich möchte die Rolle spielen, sorg dafür, dass du sie auch kriegst. Und im vergangenen Jahr wurdest du ja für deine Arbeit am Theater als bester Schauspieler ausgezeichnet. Was machst du aber lieber, also Theater spielen oder Filme drehen? Ich mache beides gern. Ich habe das Glück, beides machen zu können. Und also meine Heimat Theater würde ich ungern verlassen wollen und meine Heimat Film auch nicht. Es ist schon bitter. Die einen, die gerne Kinder hätten, kriegen keine. Ich bin unfruchtbar. Ich mache das schon, vertraue mir. Und andere, die welche kriegen, sollten manchmal besser keine haben. Als du das Drehbuch zuerst gelesen hast, was fandest du am reizvollsten daran? Ich fand das super, dass ich das nicht so einordnen konnte, was das für eine Geschichte ist. Also dass ich immer überlegt habe, okay, wo geht das jetzt noch hin? Wie geht es mit den Figuren weiter? Wir springen zwischen verschiedenen Handlungssträngen. Mal übernimmt die Figur so das Geschehen, mal die andere und so. Das waren alles Sachen, die ungewöhnlich sind für ein Drehbuch und die mich sehr angesprochen haben. Also auch der Ton, das ist ein bisschen Krach, dass man sie aber trotzdem alle irgendwie lieb haben kann. Das war so eine Mischung, die mich ja, beim ersten Lesen extrem gepackt hat. Und so bei der Gratwanderung zwischen Komödie und Drama ist es ja extrem wichtig, dass halt der Tonfall stimmt. Und wie viel steckt da an Regieanweisungen drin und wie viel hast du halt den Schauspielern selber überlassen? Also vor allem, also im Buch steckt schon einiges drin, was die besondere Tonalität ausmacht, und natürlich muss man als Regisseur das so zusammenhalten, weil gerade in so einem Ensemblestück, also wir haben zwei starke Hauptcharaktere, die so aufeinanderprallen, und um die herum noch ein riesiges Ensemble an kleinen Rollen. Und das ist natürlich so die Hauptaufgabe, das zusammenzuhalten. Ansonsten sehe ich meine Aufgabe natürlich auch darin, wenn man tolle Schauspieler hat, die wissen, was sie tun, denen auch eine Bühne zu bauen, wo die sich auch entfalten können und das machen können, wie sie es auch richtig finden, und nicht an jedem Ding da einfach rumzumäkeln oder so. Also ich komme so immer mehr dahin, dass es eher so um die Arbeitsumstände geht oder dass alle einfach nur so das gemeinsame Ziel so vor Augen haben. Das ist so. Und was würdest du sagen, war für dich die größte Herausforderung während der Dreharbeiten? Naja, alles in der veranschlagten Zeit zu schaffen, das ist so, bei so einem, sagen wir mal, kleinen bis mittelgroßen Film hat man trotzdem dann nicht so viele Drehtage, dass man sich jetzt da ausruhen kann, und, sondern alles in der Zeit zu schaffen, ist einfach immer jeden Tag wieder aufs Neue die Herausforderung. So. Und die Gaunerkomödie an sich ist ja ein beliebtes Genre. Hast du irgendwelche filmischen Vorbilder? Also ich mag natürlich Filme wie Snatch oder auch so britische Sozialkomödien. Also das gefällt mir schon ganz gut, weil die Figuren dann ernst genommen werden und trotzdem man mit ihnen auch lachen kann. Also das war, glaube ich, so eine Hausnummer, die mir sehr gut gefällt. Alles klar, vielen Dank. Das ist das Rad des Lebens. Eines geht, ein anderes kommt, sagt Buddha. Sagt ein Arschloch.